sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte die Ergebnispräsentation mit einer Story beginnen, mit einem europäischen Narrativ, das zugleich einen Bezug zu Österreich hat und zu Wien. Mit der Geschichte der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition von 1872. Wir haben in unseren Labs, den 7 Labs, von denen wir vorhin schon gehört haben, immer damit begonnen, diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von der Tegetow, die aufbricht auf der Suche nach der magischen Nordostpassage und nach 2 Monaten im Eis feststeckt und vom Packeis Richtung Norden getrieben wird, immer weiter in den Norden. Die Mannschaft hat sich in dem Schiff verbarrikadiert und hat dort gewissermaßen eine Art zweite Heimat gefunden. Und es war dem Leiter der Expedition, Julius von Beyer, völlig klar, dass wenn die Mannschaft dort bleibt, in dem Schiff, sie zugrunde geht. Sie entscheiden sich aufzubrechen, gehen 2 Monate Richtung Süden in der Hoffnung, ein offenes Eis zu finden und werden von der Scholle wieder zurückgetrieben zum Schiff. Die Mannschaft, vollkommen demoralisiert, sagt, okay, das war's, wir bleiben am Schiff, um zu sterben. Und dann gibt es diese Passage, diese historische, dieses Bild, das hier in Wien im Heeresgeschichtlichen Museum zu bestaunen ist, wo Julius von Beyer sich vor die Mannschaft hinstellt und sagt, nie zurück, niemals zurück. Dieses Schiff, das ist unser Tod. Wir müssen aufbrechen, auch wenn wir nicht wissen, ob es gelingt. Es ist noch nie jemand gelungen, zu Fuß vom Nordpol zurückzukommen. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Ist nicht dieses festgefahrene Schiff, ist nicht dieses Bild von einer Mannschaft, die eingeschlossen ist, einkaserniert und dort im Lagerkoller beginnt, gegeneinander zu arbeiten, ist dieses nicht ein Bild für das, was wir zurzeit erleben? Und ist es nicht offenkundig, dass die Alternative dazu eigentlich nur sein kann, aufzubrechen, dieses Schiff auch zurückzulassen? Wir haben uns im New Vienna Congress Lab exakt diese Frage gestellt. Wir haben gesagt, ein Europa, das festgefahren ist, das zerrissen ist, ist ein schwaches Europa. Ein schwaches Europa ist unserer Meinung nach auch ein Europa, das die Nationen schwächt. Eine Schwäche, die es unmöglich macht, den Herausforderungen, die hier vor uns stehen, gerecht zu werden. Wir werden das Thema der Digitalisierung, der Migration, aber auch die Herausforderungen des Klimawandels als partikularisiertes, fragmentiertes Europa nicht bewältigen. Und so war die Frage von uns, was wären Umrisse eines lern- und entwicklungsfähigen, vitalen Europas jenseits der lärmenden Ressentiments, jenseits des neuen Nationalismus und seiner korrosiven Machtspiele, die wir tagtäglich erleben. Ja, aber was ist dieses Jenseits? In welche Richtung müssen wir aufbrechen? Was ist ein Weg? Was müssen wir zurücklassen? Was ist unsere Tegetow? Und was muss das Narrativ sein, das uns inspiriert, das uns motiviert, hier Teil dieses Aufbruchs zu sein? Was ist die Geschichte, die wir erzählen? Und so war es, dass wir mit Hilfe von 23 Kuratorinnen, die alle unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft repräsentieren, von NGOs, Wissenschaft, Kunst, Großindustrie, KMU, Startups, mit Hilfe dieser 23 Kuratorinnen wir 57 Europäerinnen gewinnen konnten, mit uns diese Reise anzutreten, diese Frage zu beantworten. Und wie wir uns vorstellen können, diese 57 Europäerinnen, die ganz, ganz unterschiedliche Bereiche repräsentieren. Wir waren Teilnehmerinnen von Menschen, die als Hidden Champions am selbstfahrenden autonomen Fahrzeug arbeiten. Wir haben Digital Design Thinkers aus Finnland, genauso wie Gewerkschaftsjugendvertreter, die die Probleme der Jugendlichen Europas repräsentieren. Wir haben Aktivistinnen, die sich mit Roma in ungarischen Städten versuchen, dort Netzwerke aufzubauen. Wir haben griechische Journalisten gehabt, die versuchen, Fakten zum EU-Diskurs zu sammeln, etc., etc. Ganz, ganz unterschiedliche Personen. Und wir haben gesagt, okay, ein neuer Weg kann nur mit neuen Tools gelingen. Wir haben
Instrumente verwendet, die heute im Bereich des Engineerings, im Bereich des Designs, aber vor allem auch im Bereich der Situationsanalyse des Militärs verwendet werden. Tools, diese möglichen Gruppen gemeinsam die Situation zu analysieren und das in sehr kurzer Zeit. Robust Decision Making, Analytic Network Process als Schlagworte für diese Methoden. Das heißt, wir haben nicht nur gesagt, okay, wir bringen diese ganzen Leute zusammen, wir brauchen auch entsprechend neue Instrumente, weil am Ende wollten wir auf eines hinaus. Ist es möglich, einen Konsensus in dieser Welt noch zu erzielen? Ist es möglich, hier eine Basis zu finden? Und wie wir begonnen haben, haben wir natürlich sofort damit zu kämpfen gehabt, dass die 57 Personen, die hier versammelt waren, zugleich auch 5 Stimmen repräsentiert haben, 5 unterschiedliche Stimmen, die wir hier in Europa zurzeit kennen, 5 Stimmen, die sehr diametral zueinander stehen und wo es viele Spannungen gibt. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir uns die Zeit nehmen sollten, diesen 5 Stimmen trotzdem noch einmal zuzuhören, um zu verstehen, was wir zurzeit in Europa für Positionen haben. Und dazu möchte ich unsere 5 Lab-Teilnehmerinnen vorstellen und die Leonie Hoffmann von der Oxford University bitten, einmal die Stimme des Entrepreneurs uns vorzustellen. Danke. Entrepreneure und Unternehmerinnen erkennen den Wert des Wirtschaftsraums EU, der durch Jahrzehnte der Deregulierung, Konsolidierung und Integration den einzigartigen Wohlstand Europas ermöglicht hat. Allerdings finden wir uns heute in einem Zeitalter von reduzierter Investition und des global intensivierten Wettbewerbs wieder. Asien und das Silicon Valley unter anderem stellen Wirtschaftsmodelle dar, die als Konkurrenz ernst zu nehmen sind und zeigen die Notwendigkeit eines neuen, adaptierten Ansatzes auf. Es braucht ein flexibles und offenes Umfeld, das erlaubt, mit dem Rest der Welt Schritt zu halten. Entrepreneuren zufolge müssen Risikobereitschaft und private Investitionen gefördert werden, indem bürokratische Hürden weiter abgebaut und der direkte Kapitalfluss zu jungen und wachsenden Unternehmen erleichtert werden. Europas Potenzial liegt auf der Hand. Um dieses Potenzial in globale Wettbewerbsfähigkeit umzuwandeln, braucht es eine eindeutige politische Zusage zu den nötigen regulativen Reformen, zur Gewährleistung des gemeinsamen Marktes und eine klare Agenda für die langfristige wirtschaftliche Zukunft. Danke. Katharina Gnad von der Bertelsmann Stiftung, die Stimme der Staatlichkeit. Worauf kann man sich in Europa heute noch verlassen? Das fragt die Stimme der Staatlichkeit. Wir sehen immer wieder, dass die europäischen Spielregeln nicht eingehalten werden. Die Übertretung und Verletzung von Regeln wird nicht konsequent geahndet. Es scheint fast so, als könne jedes Mitgliedsland machen, was es will. Mit großer Sorge stellen wir fest, dass nationale Egoismen den Alltag in Europa prägen und gemeinsamen Lösungen im Weg stehen. Dabei bleibt der Gedanke der Rechtsstaatlichkeit, einer der wichtigsten europäischen Werte, oftmals auf der Strecke. Die Verwaltung muss gestärkt werden, damit Regeln einheitlich angewendet und umgesetzt werden können. Die Stimme der Staatlichkeit wünscht sich ein geeintes und starkes Europa, vielleicht sogar die Vereinigten Staaten von Europa. Wir fordern eine Rückkehr zu Europa als Friedensprojekt, das Sicherheit nach innen und nach außen bietet. Verena Hermeling-Meyer vom Wuppertal-Institut, die Stimme der Solidarität. Die Stimme der Solidarität sieht ein Europa, das gekennzeichnet ist von einer zunehmenden sozialen Ungleichheit. Die Schere zwischen Arm und Reich wird auch bei uns weiter und es gibt immer eindeutigere Verlierer des Wachstums und der Globalisierung. Sie sieht ein Europa, das gekennzeichnet ist von großen ökologischen Herausforderungen. Klimawandel, Artensterben und Verschmutzung sind konkrete Bedrohungen, die nicht ernst genug angegangen werden. Und diese Stimme sieht ein Europa, in dem Integrationsbemühungen fehlen. Ein Nebeneinander von Staaten und Staatsbürgern verhindert ein Zusammenwachsen der Menschen zu einer europäischen Gemeinschaft. Die Stimme der Solidarität wünscht sich ein Europa der sozialen Gerechtigkeit. Dafür braucht es Ausgleichsmaßnahmen zwischen Nord und Süd und eine Europäisierung und Harmonisierung des Wohlfahrtsstaates. Sie wünscht sich ein ökologisch nachhaltiges Europa.
Dafür müssen Herausforderungen wie der Klimawandel, der Verlust von Biodiversität und unser zu großer ökologischer Fußabdruck ernst genommen und es muss ihnen aktiv begegnet werden. Und die Stimme der Solidarität wünscht sich für all diese Dinge einen Ansatz der Partizipation, der es jedem Einzelnen ermöglicht, Verantwortung für das Europa der Zukunft zu übernehmen und sich mit diesem zu identifizieren. Sie wünscht sich ein solidarisches Europa von den Menschen für die Menschen. Yunus Hentl vom Muslim Jewish Conference. Bismillahirrahmanirrahim. Die Stimme der Regionen, der Autonomie. Bismillahirrahmanirrahim. Hört diese Stimme. Diese Stimme, die nach Vielfalt, Menschlichkeit und Solidarität ruft. Eine Stimme, die weder an Mauern und Grenzen abprallen, noch in zu viel Zentralismus und Uniformismus verhallen will. Dies ist die Stimme, die die Distanz zwischen den Menschen überwinden will. Diese Stimme fordert eine wirkliche Subsidiarität. Sie verlangt den Raum nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Und diese Stimme zieht ihre Kraft aus der kulturellen Vielfalt, die sie im Europa der Städte und Regionen findet. Diese Stimme erstarkt in der Wertschätzung der lebendigen kulturellen Vielfalt nach innen und nach außen. Und lebendige Kultur heißt, sich neuem zu öffnen. Autonomie heißt unabhängige Selbstständigkeit. Und unabhängig ist man dann, wenn man frei von Angst ist. Selbstständig ist man dann, wenn man Wandel willkommen heißt und dem vermeintlich anderen auf Augenhöhe begegnet. Diese Stimme verlangt eine solche Autonomie nicht nur in Wissenschaft und Kunst, sondern vor allem in der Gesellschaft. Diese Stimme will gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich in die Umsetzung ihres Willens vertrauen können. Denn diese Stimme trauert über das Erstarken rechtspopulistischer Verhetzung, die falsches Vertrauen verspricht. Doch diese Verhetzung ist nur möglich durch die empfundene Enttäuschung über starre, distanzierte und zur Passivität zwingende Regierungen und politische Strukturen. Und so verlangt diese Stimme die Förderung der aktiven Partizipation an einem gesellschaftspolitischen Klima, das die kompromisslose und universale Einhaltung der Menschenrechte und somit eine tatsächliche soziale Autonomie realisiert. Denn Europa soll eins sein in der dynamischen und offenen kulturellen, ja menschlichen Vielfalt. Diese Stimme will keine Trennung, sie will Einheit. Eine selbstbewusste und daher offene Einheit. Eine Einheit, in der die Menschen in ihrem kulturellen Reichtum und in ihren Rechten geachtet werden und der sie in einer uneingeschränkten sozialen Gerechtigkeit leben und wirken können. Diese Stimme ruft die Menschen und ihre Regierungen daher zu Solidarität und Zusammenarbeit auf. Denn diese Stimme will keine Spaltung zwischen Herkunft, Geschlecht oder sozialer Schichtung mehr beklagen müssen. Hört diese Stimme, denn diese Stimme spricht von kultureller, weltanschaulicher, religiöser, gesellschaftlicher Polyphonie und Harmonie. Ja, und last but not least, Peter Pater, die Stimme der Enttäuschung. Für die Enttäuschten ist Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Fundament, woran wir jahrzehntelang gebaut haben, wird gerade von der Globalisierung und unseren eigenen Konflikten zerstört. Europa ist eine Mischung aus Arroganz und Schwäche geworden. Europa ist das gescheiterte Projekt einer abgehobenen Machtelite. Die Politik ist ein Puppenspieltheater. Multinationale Konzerne, Geheimdienste und Großmächte wie Amerika, China und Russland ziehen an den Strängen. Unsere Politiker sprechen in einem schwammigen EU-Speak, weil sie die Wahrheit vertuschen wollen. Die Enttäuschten haben Angst. Überall, wo man hinschaut, sieht man gebrochene Biografien. Es gibt kaum Jobs. Und jetzt wollen auch noch die Migranten vom Kuchen abschneiden. Die Enttäuschten fragen, ist das nicht eine Frechheit? Wieso zahlen wir den Preis für Amerikas Kriege? Die Forderung der Enttäuschten ist daher, hört uns endlich zu. Gibt uns Anerkennung für das, was wir tagtäglich leisten. Sichert uns ein gutes und ruhiges Leben. Lasst uns an euren Entscheidungen teilnehmen. Gibt uns ein Stück von eurem Wohlstand ab. Schützt unsere Identitäten und die Außengrenzen Europas. Macht Europa wieder stark, präsent und greifbar. Make Europe great again. Ja, sehr geehrte Damen und Herren.
Ich glaube, dass uns diese Stimmen irgendwie bekannt vorkommen und uns auch bewusst ist, dass zwischen diesen Stimmen alles andere als Einstimmigkeit herrscht. Und wir haben uns gesagt, okay, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass es einen Konsens gibt, dass es einen Common Ground gibt zwischen diesen Stimmen? Ist das noch möglich oder ist das alles verloren? Kann es so etwas wie ein gemeinsames Projekt geben, das aus diesen Stimmen entsteht? Und das war das Ziel dieser Lab-Arbeit. Indem wir diese Stimmen an einen Tisch gesetzt haben und sie begonnen haben, mit Tools, die ich vorhin beschrieben habe, zu arbeiten, die Situation zu analysieren, gemeinsame Bilder zu entwickeln, wohin eine Reise gehen kann, ist es tatsächlich gelungen, einen Common Ground zu finden, einen Boden, wo es eine Übereinstimmung gegeben hat, nämlich in 5 Punkten. Der erste Punkt, tatsächlich ist das Hauptproblem von Europa die Fragmentierung in der Gesellschaft, der Disconnect zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen. Dieser Disconnect ist eine Ursache, ein Symptom der Krise. Hier gab es Übereinstimmung. Zweitens, Europa ist mehr als ein Markt und ein Rechtsraum. Auch die Vertreter der Wirtschaft haben das so gesehen. Es muss ein emotionales, ein kulturelles Projekt sein, sonst kann es nicht gelingen. Dritter Common Ground, wir können die Enttäuschten, die Stimme der Enttäuschung nicht einfach so aussperren und wegdrücken. Man kann die Stimme der Enttäuschung nicht wegtherapieren, sondern man muss sich mit ihr tatsächlich beschäftigen. Nein, im Gegenteil, sie muss als Impuls, sie muss als Energiequelle verstanden werden. Als Energiequelle für Erneuerungsprozesse. Vierte Basis, wir benötigen ein prinzipienbasiertes, authentisches Leadership in Europa. Wir benötigen ein genuines Leadership, genuin im Sinne, dass wir Menschen haben, die nicht mehr sind, als sie zu sein, als mehr vorzugeben, als sie tatsächlich sind. Fünftens, wir brauchen tatsächlich sinnstiftende und dringliche Leitprojekte. Wo sind unsere Leitprojekte, die eine emotionale Identifikation und Teilhabe ermöglichen? Das war mal der Common Ground. Aber aus diesem Common Ground heraus ist noch etwas viel Tieferes und Fundamentaleres entstanden. Ein gemeinsames Bild, meine Damen und Herren, dass nämlich diese 5 Stimmen nicht nur fähig sind, einen gemeinsamen Boden zu finden, sondern dass diese 5 Stimmen fähig sind, ein gemeinsames Bild zu entwickeln, dass sie nämlich Teil eines größeren Ganzen sind. Und sehen Sie sich diese Loop an, diese Infinity Loop, diese Achterschleife. Was war das Bild, das entstanden ist? Wir haben im Lab entdeckt, dass Europa dann prosperiert, wenn es seine Potenziale, die es hat, realisieren kann. Entschuldigung. Wenn es möglich ist, die Potenziale zu realisieren. Dafür brauchen wir die Entrepreneure, dafür brauchen wir die Wirtschaft, dafür brauchen wir etwas Starkes, das etwas zum Wachsen bringt. Und wir brauchen die Staatlichkeit, damit Potenziale realisiert werden können, einen Rechtsraum, einen Rechtsrahmen. Aber wenn es darum geht, Potenziale zu realisieren, wie erneuern wir unsere Potenziale? Wie werden sie regeneriert? Was sind die Kräfte, die uns erneuern und nähren? Und hier kommt etwas Wesentliches. In einer Welt der schöpferischen Zerstörung, in einer Welt, wo alles durcheinander geschüttelt ist, wo so viele Dinge zu einem Ende kommen, ist Enttäuschung eine notwendige Phase des Zyklus. Was sonst sollen Menschen enttäuscht sein, deren Biografien zerrissen werden? Enttäuschung ist etwas, was notwendig Teil dieses Prozesses ist. Aber sie wird dann zu einem Problem, wenn es zu keinem Erneuerungsprozess kommt. Und hier kommt die Stimme der Solidarität, aber auch die Stimme der Regionen, der Autonomie ins Spiel, die als Kraft Quellen, als Reservoir für Neues, der kulturelle Reichtum Europas immer wieder dafür sorgt, dass dieser Prozess am Leben bleibt. Und das ist das Bild, das wir erzeugt haben gemeinsam und zu dem wesentlichen Schluss gekommen ist. Die Diskrepanz zwischen den Stimmen im Zyklus stellt sich heraus, natürlich brauchen wir alles. Wir brauchen mutiges Unternehmertum. Wir brauchen eine lernende Staatlichkeit, starke Solidarität. Und natürlich benötigen wir eigenständige Städte und Regionen. Und natürlich ist es so, dass die Wut als vitaler Impuls für unsere Weiterentwicklung etwas ist, das wir verwenden müssen, das wir wertschätzen müssen. Es wird manche Herrinnen geben, die sagen, ja, das ist alles schön und gut. Dahinter tobt ein Machtkampf. In Wahrheit gibt es hier Interessen. Das ist alles nicht so nett. Das hängt alles nicht so zusammen. Meine Damen und Herren, eine kluge Macht
ist eine Macht, die aus der Energie dieser Spannungen zwischen diesen Stimmen diese Energie nutzt und sie in eine Richtung lenkt. Und eine Richtung kann aber das nur haben, wenn es gemeinsame Projekte gibt. Und daher haben wir als nächsten Schritt uns gemeinsam zusammengesetzt und gesagt, was sollen unsere Leitprojekte sein? Was wollt ihr? Und hier, meine Damen und Herren, das Bild von Themen und Projekten, die entstanden sind, geordnet nach der Schwierigkeit ihrer Umsetzung und der Wichtigkeit. Und da gibt es viele Dinge irgendwie, die hier angesiedelt sind, von EU-Demokratie-Festivals, das Erasmus-Projekt, Vertiefen etc. Aber die wesentlichen Leitprojekte sind hier oben. Sehr wichtig, sehr schwierig. Das ist genau die Aufgabe. Das sind die Missionen, um die es geht. Und deren sind 5 genannt worden. Es ist ein Konsensus erzielt worden über 5 Projekte, deren Dringlichkeit als Leitprojekt hervorgehoben wurde. Nummer 1. Eine eigenständige europäische Infrastruktur für Digitalisierung aufbauen. Das hat Energie, das hat eine Fantasie. Zweitens, die europäischen Außengrenzen tatsächlich gemeinsam sichern. Drittens, die Dekarbonisierung der Energiebasis von Europa vorantreiben. Viertens, ein Netzwerk der europäischen Städte und Regionen stärken. Fünftens, ein Marshallplan für Afrika umsetzen. Dieser Konsensus hat eine Bedingung, und das war, wenn wir all diese, insgesamt waren es übrigens 1200 Stunden, die wir gearbeitet haben, um eine Vorstellung zu bekommen, wie viel Energie und wie viel Verdichtung quasi hier passiert. Es hat eine Bedingung für das alles gegeben, und das war das Hauptwort, das häufigste Wort, das insgesamt in den 7 Labs genannt wurde, und das war das Wort Partizipation. Wir brauchen eine Änderung der demokratischen Prozesse. Und wir haben es genannt Demokratie 5.0. Wir müssen die Art und Weise, wie hier Partizipation passiert und wie die Bürgerinnen eingebettet werden, verändern. Das war der Konsens. Das führte uns zu der Frage, okay, was ist jetzt aber das Bild dafür? Was ist das Bild? Und das ist jetzt, wenn ich so will, irgendwie, was Dr. Fischler vorhin gesagt habe, wie spüre ich das an? Was ist das jetzt, was wir jetzt haben? Was ist das denn für ein Europa? Und es war klar, dass es kein Europa des Marktes und der Verträge mehr ist, sondern dass es ein Europa der Weggefährtinnen ist. Der Weggefährtinnen, die an dringlichen Leitprojekten arbeiten und dabei gegenseitig ihre Schwachstellen kompensieren. Und es war uns auch ganz klar, manche werden alleine aufbrechen, andere zu dritt. Andere wiederum werden mit allen Mitgliedstaaten zusammen aufbrechen. So ist übrigens die EU entstanden. Es hat 6 Gründungsstaaten gegeben und dann sind die anderen nachgekommen. Es ist jemand aufgebrochen und vorangegangen, die anderen sind gefolgt. Nur eines ist wesentlich, all das kann nur gelingen, ob wir alleine gehen oder das kann nur gelingen, wenn all diese 5 Stimmen mit an Bord sind. Weil sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Potenziale realisiert werden können und erneuert werden können. Und fehlt eine dieser Stimmen, werden wir sehen, dass das Projekt nicht gelingen kann. Applaus.